Wir stehen hier an einem historischen Ort in Zürich. Vor rund 500 Jahren hat hier die Reformation mit Ulrich Zwingli stattgefunden. Einer seiner besten Freunde, Felix Manz, der ging noch weiter als der Reformator Zwingli und hat gesagt, es gibt nur eine Autorität, die wir anerkennen, das ist Jesus Christus. Und es gab einen Streit zwischen den zwei Freunden, zwischen Zwingli und Manz. Zwingli hat gesagt, die Kindertaufe ist korrekt. Manz hat gesagt, der erwachsene Mensch muss sich zu Jesus Christus bekennen und sich taufen lassen. Der Streit ist so weit gegangen, dass Zwingli seinen Freund Felix Manz für seine Überzeugung hier zum Tode verurteilt hat und ertränkt hat in der Limmat. Vor rund 5 Jahren kam die reformierte Kirche hierhin und hat sich öffentlich entschuldigt, weil sie ihre Glaubensgeschwister hier ertränkt haben in der Limmat. Sie haben sich entschuldigt und sie haben Buße getan. Heute profitieren wir von diesen Männern, die für Jesus hingestanden sind und gesagt haben, es gibt nur eine Autorität, Jesus Christus. Das sind meine Glaubensvorfahren, das sind meine Väter, die mir den Mut geben, in jeder Lebenssituation zu Jesus zu stehen. Ich kenne nur einen Gott und ihm will ich folgen, keine andere Autorität, mein Jesus. Ich danke den Vätern, die hier für meinen Jesus gelitten haben und hingestanden sind, auch wenn es ihr Leben gekostet hat. Danke.